Hallo Leute, hier ist Jochen von S21bauTV mit einem neuen Video vom Bahnhof. Ja, heute starte ich mal wieder im Turm. Blick in den Schlossgarten. Ja, so wahnsinnig viel hat sich in dem Baufeld nicht bewegt. Wir sehen hier nach wie vor die Schalung bzw. das Lehrgerüst für die Schalung der ersten Kirchstütze. Es ist übrigens nur eine halbe, weil die ja hier an die Wand grenzt. Und ansonsten sind hier schon weitere Teile vom Lehrgerüst zwischengelagert. Kirchfuß Nummer 2, Nummer 3. Ja, hier werden weitere Gerüstelemente vormontiert. Und da hinten, das ist Puzzlespiel für Fortgeschrittene. Das sind weitere Einzelteile hier für die Schalung, sei sie für das Lehrgerüst. Und hier ist dann der letzte Kirchfuß in diesem Bauabschnitt. Der ist schon fertig geschalt, wie es ausschaut. Ist auch schon armiert. Oder wird gerade armiert? Ja, ich glaube eher letzteres da. Der Anschluss der Fernwärmeleitungen an dem Bestand, der schreitet fort. Als wir das letzte Mal hier waren, war hier noch alles aufgegraben. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, um eben den nächsten Bauabschnitt beginnen zu können. Die Fernwärmeleitung, nochmal am Rande erklärt, ging hier mal mitten durch das Baufeld, wurde dann als eine der ersten Baumaßnahmen verlegt, und zwar hier unter die Logistikstraße. Ja, die Fernwärmeleitung folgt quasi der Logistikstraße, zumindest da hinten. Und ja, jetzt ist ja hier der Bauabschnitt 16 fertig.
Unter der Bodenplatte wurde jetzt für die Fernwärmeleitung und andere Leitungen ein extra Medienkanal geschaffen. Und nun kann man eben die Fernwärmeleitung wieder unter dem Bahnhof durchführen. Und wenn das dann mal erledigt ist, dann kann man auch da hinten die Baulogistikstraße wegbaggern, ohne dass dann danach halb Stuttgart frieren muss. Ja, da drüben im Baufeld des Nesenbachtügers wird zurzeit sehr eifrig an einer neuen Straße gearbeitet, beziehungsweise einem neuen Weg, weil ich eigentlich fast der Meinung bin, dass das der neue Fußgängerweg gibt. Rüber zum Planetarium und von dort dann weiter. Weil eben auch dieser Fußgängersteg den weiteren Bauarbeiten vor dem Bahnhofsdruck ein bisschen arg im Weg ist. Hier die Firma Hölscher, die ja für das Grundwassermanagement und die ganzen blauen Rohre hier verantwortlich ist. Thank you.
Ja, und hier sehen wir das Schachtbauwerk für den Anschluss des Düger-Cannstatter Straße an den vorhandenen Bestand, an die Bestandsleitung. Und dieses Schachtbauwerk ist jetzt auch fast fertig. Es ist zumindest die Decke drauf. Machen wir mal ganz schnell weiter mit dem Baufeld 13. Da ist nicht so viel los. Baggerparkplatz. Hier steht ein Kranfundament bereit. Es wird ja, es ist quasi hier hinten schon alles vorbereitet.
Hier hinten laufen die ersten Arbeiten für die Armierung der Bodenplatte. Da haben wir doch tatsächlich die Mitte erwischt. Sabalot. Die Mitte von was auch immer. Ja, und im Baufeld 12 gibt es wieder was Erfreulicheres zu sehen. Ein ganz frisch fertig betonierter Bahnsteig. Und da vorne der Abriss der S-Bahn-Geschosse, des S-Bahn-Geschosses, da scheint man jetzt so ziemlich fertig zu sein. Jetzt hängt hier leider wieder diese blöde Werbung und das ist zum Durchfilmen ziemlich schwierig, aber es gibt ja hier jetzt auch nicht gerade viel zu sehen im Moment, außer eben dem frisch betonierten Bahnsteig. Ein toller Anblick. Ja, hier sieht man ihn eigentlich noch viel besser. Das ist ja eigentlich auch ein sehr erfreulicher Anblick. Hier werden doch tatsächlich schon die Wände, die Außenwände geschalt. Und auch schon armiert, wenn man genau hinschaut. Ich muss mich hier nochmal für die Qualität entschuldigen, aber wir filmen hier durch so eine komische Werbung, so eine Folie.
Ah, ich weiß, das hat er eigentlich nicht verdient, der Kollege, dass wir ihn so unscharf ablichten. Mal gucken. Ja, blicken wir ins Baufeld. Ach, langsam gibt es mir nichts mehr zu sehen, weil eben ja, alles fertig ist bald hier. Ne?
jetzt wird's eng. Ja, wie ihr seht, bin ich noch mal beim Abriss. Natürlich Abriss des S-Bahn-Geschoss. R946 von Ralf Ried hat jetzt hier Verstärkung bekommen und der andere R946 in der Long Reach Ausführung, wie man so schön sagt, der betätigt sich hier jetzt gerade als Kran. Retter der abgestürzten Steine. Ja, und da hinten kommt der nächste LKW.
Also hier wurde ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Und ja, mit dem Abreißen dieser Außenwände ist der Abriss, denke ich, weitestgehend beendet. Wir haben jetzt dann auch so ziemlich das richtige Niveau. Und jetzt wird der ganze S-Bahn-Tunnel mit so einer Art Brücke überbaut. Brücke heißt, dass quasi die Bodenplatte vor und hinter dem S-Bahn-Tunnel deutlich tiefer in den Boden einbindet als normal. Und dann wird das natürlich entsprechend armiert und dann haben wir ja, am Ende eben wie eine Brücke. Wir haben die Pfeiler, das Widerlager und die Brücken. Die eigentliche Brücke geht dann hier über den Tunnel. Und diese Übung hat natürlich ganz einfach den Sinn und Zweck, den S-Bahn-Tunnel nicht zu stark zu belasten, ne? Dass die Last des Tiefbahnhofs, das Gewicht eben vor und nach dem S-Bahn-Tunnel in den Boden geleitet werden, aber nicht eben auf den S-Bahn-Tunnel. Dessen Statik hat einfach nicht genügend Reserven, um das Gewicht auch noch voll zu tragen. Hier ist Spezialwerkzeug am Mann. Das sind wohl Vorbereitungen, um das letzte Stück hier so schonend wie möglich abzubrechen. Also wie das aussieht, werden hier schöne Löcher gemacht. Mit schwerem Gerät. Und dann kommt nämlich noch schwereres Gerät zum Einsatz. Mit dem dann das Deckenteil einfach rausgesägt wird. Und jetzt nochmal der Blick auf den frisch betonierten Bahnsteig aus der anderen Richtung. Da haben wir nur eine schmutzige Scheibe und keine so dumme Werbung.
da geht es den letzten Pfahlköpfen an den Kragen. Die Pfahlköpfe werden oben aufgebrochen, dass die Armierung wird freigelegt, auf die richtige Länge gestutzt und dann mit der Armierung der Bodenplatte verflochten. Hier beim Nesenbachdücker, das ist die Stelle, wo der neue Weg endet, die neue Straße. Das ist nämlich hier genau die Frage, die ich mir stelle. Ist das jetzt der neue Fußweg oder eine neue Baulokstraße? Also hier ist es schon ziemlich hoch angeschüttet. Eigentlich fast zu hoch für einen Fußweg. Aber ich würde sagen, das wird man noch sehen. Hier nochmal ganz deutlich die Aufschüttung über das Baufeld des Nesenbachdükers rüber. Ja, ich bin jetzt hier am Planetarium und ja, das hier ist tatsächlich schon der neue Fußweg. Fleißig betoniert. Erde müssen hier halt auch noch raus.
vor dem Meridian Hotel ergibt sich ein ganz neues Bild. Die Leitungen sind jetzt hier verlegt. Straßendecke ist wieder geschlossen. Gleichzeitig hat man aber jetzt schon einen Teil der Fahrbahn hier auf eine der Behelfsbrücken gelegt. Und hier in der Mitte rollen zwar noch die Autos, aber da rollen auch schon die Bagger. Und zwar wird hier jetzt auch schon aufgegraben. Und was man dann schon sehr gut erkennen kann, sind die Verbauträger, also diese Stahlträger, die eben später mal die Wand der Baugrube stützen müssen. Sind wir jetzt am BR24 angekommen. Und da wollen wir jetzt mal runter gucken, um dann hier eben Armierungsarbeiten zu sehen. Und was auch noch ganz interessant ist, ist diese Vertiefung im Boden, weil hier unter der Bodenplatte noch ein Wasserbecken ist, eben für zum Beispiel Kondenswasser oder wenn es mal brennt, für also als Löschwasser, Auffangbecken etc. Da sammelt sich hier oder eben jegliches Wasser, was halt im Bahnhof ausläuft, kann hier aufgefangen und dann mit einer Pumpe in die Kanalisation gepumpt werden. Zuletzt werfe ich jetzt hier noch einen kurzen Blick auf die Baustelle der SSB, U-Bahn-Verlegung, weil ja eben die Haltestelle Staatsgalerie dem Tiefbahnhof im Weg ist und nach oben und zur Seite verlegt wird, braucht es auch einen neuen U-Bahn-Zulauftunnel, der dann tatsächlich über dem Tiefbahnhof durchläuft. Und zwar, ja, da drüben, da ist das Baufeld 22 und da wird einmal der U-Bahn-Tunnel drüber laufen. So lange wird hier jetzt schon mal an einem Stückchen gearbeitet. Ja, und hier das Gebäude im Hintergrund, das ist das sogenannte Katzenstift oder auch Königin Katharina Stift. Eine Schule tatsächlich, in der auch aktiv unterrichtet wird. Hier so ein bisschen mitten in der Baustelle. Und die mussten ihren Pausenhof verlegen und zwar nämlich hier über die Straße, über den Fußgängerüber, weil hier auch der Nesenbachdüger gebaut wird.
Also auf dem Schulhof wird der dann mal enden. Und ansonsten war ja vor kurzem die Diskussion, ob man den Schulbetrieb hier nicht aufgeben soll. Und zwar die Oper, die ja hier dann im weiteren Verlauf anschließt. Die muss ja saniert werden und die brauchen da so ein bisschen ein Interimsgebäude oder vielleicht auch weniger Interims, wenn es so nah dran ist. Und da war halt die Idee, den Schulbetrieb sein zu lassen und dann hier gleich die Oper reinzupacken. Da muss man natürlich dazu sagen, die Opernsanierung, die steht schon relativ bald an und ist für eine wie auch immer geartete Alternativlösung für das Königin-Katharina-Stift würde die Zeit dann doch sehr knapp werden. Allerdings, wie man heute in der Stuttgarter Zeitung lesen kann, hat sich das wahrscheinlich sowieso erledigt, weil inzwischen ist tatsächlich das Paketpostamt im Rosenstein die präferierte Lösung. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was es in puncto Städtebau Rosenstein Neues gibt, beziehungsweise Wissenswertes, dann besucht doch auch gerne mal unsere Homepage www.igbürger.de. Und falls ihr euch übrigens für eine Baustellenbesichtigung interessiert, dann sind die Kollegen von S21 Erleben die richtigen Ansprechpartner. Also www.s21erleben.de. Ein Wort. Genau. Und ja. Ansonsten soll es das jetzt von mir gewesen sein für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und ansonsten Wünsche, Fragen, Anregungen, Kritik, was auch immer. Die Kommentarfelder dürfen gerne benutzt werden. Und wir versuchen auch zu antworten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Doch noch mal, und zwar mit einem kleinen Nachklatsch. Hier ist nun noch mal das Schachtbauwerk des Anschlusses für den Hauptsammler West. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennen kann. Wir sehen hier eine Röhre und wir sehen eine Betonwand. Und zwischen der Röhre und der Betonwand ist offensichtlich eine Lücke. Und das ist jetzt der quasi alte Abwassersammler Cannstatterstraße, der eben von hier jetzt weiterführte oder quasi jetzt immer noch führt unter der Straße am Schlossgarten, die jetzt der quasi Baulogistik ist. Und neuerdings haben wir halt eben auf der anderen Seite auch eine Röhre, die allerdings ist an das Schachtbauwerk angeschlossen. Und dann fließt das Wasser jetzt von hier durch diese Röhren, die man da gerade noch so erkennen kann, rüber bis zum Baufeld 16, um dann eben unter der Bodenplatte des Bahnhofs durchzuführen. Ich finde das ehrlich gesagt immer noch eine faszinierende Geschichte der Tyker.
So, aber ihr Lieben, das soll es jetzt wirklich gewesen sein für heute. Und Daumen nach oben nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.